Ja, wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Apple ist hier wieder am Start und zwar mit der nächsten App Let's Break Stuff oder auf Deutsch Wir brechen Zeug. Schön übersetzt, ne? Wenn man hier so guckt, Let's Break Stuff, kann man hier die ganzen Sprachen einstellen, die man braucht. Wir gehen erstmal auf Deutsch drauf und gehen auch mal auf Optionen. Was gibt es denn da noch so Schönes? Wir haben die Lautstärke. Bewegen Sie sich mit der Neigung? Nee, erstmal nicht. Wir gehen mal direkt auf Spielen. Fangen mal mit Level 1 an. Was haben wir denn da Schönes? So, let's break stuff. Mal ein bisschen gerade machen hier. So, jetzt passt es schon ein bisschen besser. So, was machen wir da? Wir hauen irgendwie mit der Schlatsche einen drüber und versuchen einfach alles kaputt zu machen. Wahnsinn. So, machen wir ein bisschen lauter hier, damit man es scheppern hört. Glas kaputt. Wir haben vier Kugeln und nur noch ein Glas. Huch. Auch noch daneben geschossen. Und kein Glas mehr. So, jetzt kriegen wir hier oben Punkte. Beziehungsweise. Nein, das sind Prozent. Es sind Prozent, damit man genau weiß, mit wie vielen Kugeln man hier wie viel. Ah, jetzt haben wir es geschafft. Alles klar. So, sparen Punktzahl. Ich habe keine Ahnung. Wir versuchen es einfach direkt nochmal, weil wir uns erstmal reinfuchsen müssen. So, jetzt weiß ich ja, wie es funktioniert. Alles klar, Freunde. Ach so, gucke einer, schau mal an. Wir gehen nochmal auf Neustart. Fairerweise jetzt hier nochmal. Okay. So. Da haben wir die erste Kanne auch schon direkt kaputt geschleudert. Und jetzt hat es gepasst. Haben sogar noch eine Kugel über. Es scheppert gewaltig hier im Gebälk. Oh, wir haben hier Level 2 anlackt. Das ist schon mal sehr schön und wir wollen direkt mal gucken. Jetzt müssen wir hier irgendwie Flaschenschießen machen. Weg. Jawohl. Und die ist auch verschwunden. Und was muss ich noch kaputt schießen? So, wir können hier nämlich drehen. Ach, deswegen der Neigungssensor. Oder Bewegungssensor, beziehungsweise nicht der Neigungssensor jetzt gerade. So. Na. Frechheit. So, und den kriegen wir auch. Aha. Und wir drehen uns rum und schießen auch noch. Ah, verdammt. Nee. Ist das zu fassen? Das war's. Wir haben es nicht geschafft. 78% nur zerstört. Jetzt wissen wir wieder, wie es geht. Weg damit. Weg damit. Mist. Okay, wir fangen direkt nochmal von vorne an, sonst schaffen wir das hier einfach nicht. Mit zu wenig Bällen. So, jetzt. Ah, jetzt haben wir so ordentlich kaputt geschnipselt. Scheiße, nein. Kein Ball verschwenden. Ah, gibt's doch gar nicht. So, den Teller haben wir direkt kaputt gehauen. Und ein Ball, da hängt jetzt alles dran und wir verkacken es da selbstverständlich. Ich wusste es. Am besten, wir fangen einfach jetzt mal mit der anderen Seite an. So, wunderbar. Das gibt's doch gar nicht. Unglaublich. Wie komme ich denn jetzt hier? Jetzt mache ich mich schon voll zum Lappen. Ah, jetzt. So ganz langsam kommen wir hier in Übung wieder. Diese Lappenhaftigkeit hier aber auch. Klappt nicht. Gut, ich kann es nicht verstehen, warum es nicht funktioniert. Jetzt werden Sie sich hier alle lachend bepissen. Nein, alles klar. Also wir müssen von unten schießen. Ich kriege diesen Bottich nicht runter. Lappenhaftigkeit. Unfassbar.
Es ist unglaublich. Also ich glaube, es wäre dann doch zu empfehlen, das Spiel mit den Neigungssensoren zu spielen oder wie auch immer. So, jetzt. Ja! So, den haben wir auch nun endlich nach X Versuchen. So einfach kann es manchmal sein, ne? Oh. Das gibt's nicht. Jetzt hapert's an dieser Scheiße hier wieder. Yay! Und wir haben es doch noch geschafft. Und wir haben 100% zerstört und wir haben jetzt Level 3 freigeschaltet. Wer überhaupt noch dran geblieben ist bis hierher, hat Glück gehabt. So, ansonsten, was machen wir jetzt hier? Gläser schießen. Sofern irgendwie erstmal ein Glas getroffen wird, ist das schon mal nicht verkehrt. Was das? Schwierigkeitsgrad steigt hier immer mehr oder was ist da los? Bisschen schwierig, der ganze Spaß jetzt hier. Na gut, wir haben ja in 3D das Regal. Gibt's doch nicht. Das ist ja eine Frechheit. Jedes Mal hier wieder dasselbe. Das ist ja ein richtiger Lümmel. Ein Rüpel. Wieso habe ich denn jetzt hier nichts? Komm. Hä? Ey. Willst du mich jetzt hier verarschen? Ich treffe nicht ein Glas. Yay! Endlich mal voll zerstört hier. So, aber jetzt letzter Versuch. Gleich jetzt zwei auf einen Schlag. Na komm schon, nimm das Glas da noch mit. Ey, das gibt's nicht. Eine absolute Frechheit. Das war's wieder und wir haben es wieder nicht gepackt. Kannst du dir das vorstellen? Gibt es hier denn noch was zu zerstören? 50% nur. Naja, klar. Wahrscheinlich fällt das desto besser aus. Aha. Desto besser aus, je weniger Kugeln man verbraucht. Ja, das war überhaupt nicht getroffen. Nein. Hat das Glas nur gestriffen anscheinend. Jetzt. Es ist hier wie beim Billard, dachte ich, aber es funktioniert auch nicht. Hier, guck mal, es rollt dahinter lang, oder was? Naja, was soll ich dazu jetzt großartig sagen? Muss jeder halt mal selber ausprobieren. Ist ganz schön schwierig. Macht aber jedoch doch noch einen Heidenspaß und wir brechen das Zeug halt kaputt. Beziehungsweise Let's Break Stuff ist kostenlos im Play Store erhältlich und zudem auch noch der Link bei mir in der Beschreibung und wir sehen uns bei der nächsten App Review. Bis dahin, ciao, ciao.